So, wir sind jetzt zu Gast bei James Holland und Markus Vostri im Zimmer. Hey! Hey, Jungs! Jungs, wir waren jetzt die ersten Tage hier im Trainingslager für euch. Was sind so die ersten Eindrücke? Ja, gut. Die Mannschaft arbeitet hart, Trainer. Und der Hotel ist super, der Platz ist super. So bis jetzt, alles ist super gelaufen. Es macht Spaß, muss ich sagen. Ja, wir haben wirklich super Bedingungen. Das Essen ist gut, die Plätze sind top. Alle sind fit, keiner ist verletzt. Wie schaut es aus bei euch zwei? Jetzt gibt es da so Regeln im Zimmer. Wer ist der Chef im Zimmer? Ich liege immer links, er liegt immer rechts. Ja. Das ist eine Regel. Ich muss sagen, Markus ist ein guter Zimmerpartner. Aber ganz sonst gibt es eigentlich nichts. Chillig. Wir ergänzen uns eigentlich ziemlich gut, gell? Ja. Fassen wir kurz den heutigen Tag zusammen. Tag 2 hier im Trainingslager. 7:45 waren wir CK messen. Danach waren wir beim Frühstück. Um 9 Uhr haben wir drüber gegangen, ein bisschen vorbereitet auf Training, 10 Uhr Krafttraining. Genau, ja, da war Athletiktraining am Platz draußen. Dann sind wir wieder ins Hotel gekommen, haben gegessen, wieder ein bisschen Mittagspause gemacht. James war beim Masseur, glaube ich. Nein, ja, ich war bei Werner. Ja, wir haben essen um 12:30, dann haben wir so 2 Stunden Zeit, um ein bisschen zu relaxen. Und dann um 15 Uhr sind wir wieder zum Training gegangen und vorbereitet auf Training, dann trainiert bis zum 5:30 und dann nachher sind wir in den Kraftraum gegangen, ein bisschen im Kraftraum ausgeradelt. Ich war im Wellnessbereich. Im Wellnessbereich, Eisbad gemacht, 7 Uhr essen, 8 Uhr war Videoanalysis und jetzt sind wir im Zimmer. Jetzt schauen wir FA Cup. Volles Programm. Jetzt schauen wir FA Cup. Dann vielen Dank für diesen Einblick, Jungs, und ein angenehmes Trainingslager. Und viel Spaß noch hier in Spanien. Thanks for coming.